Auftakt zum Peterfriedhofen-Jahr 2010. Der Ordensgründer der Barmherzigen Brüder wurde vor genau 25 Jahren in Rom selig gesprochen. Außerdem feiert die Ordenskongregation ihren 160. Gründungstag. Zum Beginn der Feierlichkeiten ein Pontifikalamt im Trierer Dom. Ich kann mich noch gut erinnern an den Tag der Seligsprechung vor 25 Jahren. Es war während meiner Studienzeit in Rom, der 23. Juni 1985. Das war der Tag nach meiner Kirchenrechtsprüfung. Und da tat am nächsten Tag eine Seligsprechungsfeier gut. Peter Friedhofen, 1819 geboren, Bauernsohn, zweitjüngster von 7 Kindern. Er verlor früh seine Eltern, wurde dann Schornsteinfeger. Geprägt durch seinen großen Glauben wollte er aber mehr. Gott und den Menschen dienen. Durch die Gründung seiner Gemeinschaft, durch die Pflege der Kranken, durch die Hilfe derer, die besonders bedürftig sind. Da hat einer sein Leben gegeben, auf diese Weise es selbst gefunden und anderen geholfen, Leben zu finden und zu bewahren. Und bis heute erfüllt die Gemeinschaft der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf den Auftrag ihres Ordensgründers. Für arme, kranke und benachteiligte Menschen da sein und ihnen mit Barmherzigkeit begegnen. In den Krankenhäusern und Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe ist dies besonders zu spüren. Aber auch in sonstigen sozialen Nöten, sei es in der Speisung von Obdachlosen, in einer Wohnungslosenambulanz, in der Hospizarbeit, in all dem, was heute von uns im sozialen Bereich gefordert wird und was wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und wir auch mit den uns zur Verfügung stehenden Kräften leisten können. Unterstützt werden die 70 Ordensbrüder von mehr als 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den verschiedensten Einrichtungen. Und alle zusammen feiern nun das große Peterfriedhofen-Jahr 2010.